Ein Catch-all-Postfach empfängt alle Mails, die an eure Domain gerichtet sind und die keinem konfigurierten Postfach zugeordnet werden können, egal was dabei vor dem @-Zeichen steht. Diese Mails würden normalerweise verloren gehen, da diese E-Mail-Adresse nicht eingerichtet wurde und somit kein Postfach dafür besteht. Anschaulicher wird es anhand eines Beispiels. Für eure Domain habt ihr euch die E-Mail-Adresse infos@domainname.de eingerichtet und diese auf der Webseite kommuniziert. Eventuell lesen die Nutzer aber nicht richtig und senden ihre E-Mail an info@domainname.de, haben einen Tippfehler in der Adresse oder sie haben vergessen, wie die Adresse lautet und schicken ihre E-Mail an anfrage@domainname.de. All diese Mails würden nicht bei euch ankommen, da es hierfür keine Postfächer gibt. Aktiviert ihr nun die Catch-all-Funktion, laufen dort zusätzlich sämtliche E-Mails auf, die an eine Adresse @domainname.de geschickt werden. Wie richtet ihr euer Catch-all-Postfach bei CheckDomain ein? Startet im Login-Bereich mit einem Klick auf E-Mail in der linken Menüleiste. Wählt oben die Domain aus, für die ihr ein Catch-all-Postfach erstellen möchtet. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel ein neues Postfach einrichten. Klickt dafür auf den grünen Button, vergebt ein Passwort und nennt die E-Mail-Adresse beispielsweise Catch-all. Aktiviert mit einem Klick die Catch-all-Funktion und klickt auf Speichern. Alternativ könnt ihr diese Funktion für ein bereits bestehendes Postfach aktivieren. Wählt dieses dafür aus und klickt auf Bearbeiten. Setzt auch hier den Haken bei Catch-all für dieses Postfach aktivieren und klickt auf Speichern.